und wir begrüßen nun im Studio Emma Watson, auch bekannt als Hermine Granger aus Harry Potter. Schön, dass du zum Interview kommen konntest. Ich bin Hermine Granger. Und du heißt... Ich bin hier der Kameramann. Wir wollten ein Interview sehr machen. Sehr erfreut. Was unterscheidet dich von deinem Charakter aus dem Film? Also der Charakter von Hermine Granger hat mich meine ganze Kindheit ja begleitet. Und viele sagen, es hätte mich irgendwie psychisch beeinflusst oder so. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, wir sind total verschieden. Ich meine, Hermine trägt die ganze Zeit Bücher mit sich rum und lernt die alle auswendig und ist total streberhaft und störrisch und hat pullige Haare. Im Harry Potter Wiki ist das nachzulesen. Also seid ihr schon ziemlich gleich, oder? Wir sind total verschieden, okay? Emma, du bist auf diversen Titelbildern von Modezeitschriften. Siehst du dich selbst als glamourösen Filmstar? Yo, also ich würde schon sagen, dass Mode und Glamour mein Leben total beeinflussen. Das bin ich. Es gibt Merchandise von dir, Emma. Wie denkst du darüber? Emma, was denkst du über den großen Erfolg von Harry Potter? War das der Höhepunkt deiner Filmkarriere? Ich würde mal sagen, Erfolg ist subjektiv. Ich habe mit 7 Jahren schon einen Gedichtvorlesewettbewerb gewonnen. Das war auch ein Erfolgserlebnis für mich. Ja. Harry Potter ist nicht das beste, tollste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist und passieren wird. Das habe ich auch nicht gesagt. Was jetzt vorbei ist. Nein, und was niemals wieder kommen wird. Du kannst die Bücher ruhig weglegen. Nein! Emma, was hast du da eigentlich am Ohr? Das ist mein Zauberstab. Das ist dein Pinsel. Nein, das ist mein Zauberstab. Ich denke, wir brechen das Interview ab. Leute, packt eure Sachen zusammen. Das tut mir jetzt furchtbar leid. Petrificus Totalus. Eine Rolex. Abgezogen. Besser, ihr Trottel. Yeah, Japano-Schlampen erleben schlampige Abenteuer. Total schlampig. Japano-Schlampen. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße. Japano-Schlampen. Folge 6. Eiskalt. Hi, ich bin Wakishimu Tanemahatsuna, Kitschitapanik-Nesnadepan. Und mit der Macht der Regenbogen-Diamant-Uranus-Spirale werde ich die Menschen bestrafen, die von Geldgier und Eigennützigkeit getrieben sind. Das sagst du jedes Mal, du musst trotzdem für das Eis bezahlen. Ach, Mann. Schon gut, Wake, ich bezahl für dich. Yes! Eis! Was ist los mit dir, Ciao? Komm, wir suchen uns einen Platz. Mein Eis ist runtergefallen. Du musst ein neues kaufen, Ciao. Ciao, steh auf, Ciao. Ciao. Wake, deine Hände sind so kalt. Nein! Was ist passiert? Deine Freundin frisst mir den halben Laden auf und sagt, du bezahlst alles. Ich hätte gerne noch eine Schinkenpizza. Zum letzten Mal, ich verkaufe keine Pizza. Ich hätte trotzdem gerne eine. Wake, ich habe von dir geträumt. Gut, jetzt wo du wieder wach bist, können wir Pizza essen gehen. In dem Traum ist mir etwas klar geworden. Ballon! Wo hast du den Ballon her? Der Mann da verteilt die umsonst. Nein, Ballon bitte. Tut mir leid, nur für Kinder. Das ist ungerecht. Ich werde dich für deine Ungerechtigkeit bestrafen. Regenbogen, Diamant, Uranus, Spirale, gib mir die Kraft. Die Kraft. Was zum Geier ist hier los? Mit der Kraft der Regenbogen-Diamant-Uranus-Spirale werde ich dich im Namen der Gerechtigkeit bestrafen. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Wake? Ja? Hast du etwa schon wieder einen Menschen umgebracht? Ja. Das ist schon das dritte Mal in dieser Woche. Ja. Und dabei ist erst Montag. Ja, das war's wieder von den Japano-Schlampen. Was ist das für eine geheimnisvolle, mysteriöse neue Kraft, die Wakishimo besetzt? Was ist überhaupt diese Regenbogen-Diamant-Uranus-Spirale und wo hat sie die her? Ich meine, wer denkt sich sowas aus? Und diese Verwandlung mit Schleifen, ich meine, was soll das? Wozu sind die gut? Neu in ihrem Internet. Kurt Müller, das Original. Kurt Müller ist der originale Internetstar. Sie testet die Spiele. Ich bin Kurt Müller, der Originalstar aus dem Internet. Und ich teste für euch heute im Gamecheck das Spiel Die Siedler von Hongkong. Oh, schauen Sie, wie schön bunt.
Und deshalb ziehe ich die Antenne von Original Radiogerät mit den China zu 70% hoch. Sie spricht der witzige Videos mit lustigen Stimmen. Willkommen in der wunderbaren Volksrepublik China, Herr Obama. Oh, Hallöchen, hier ist ja alles viel besser als in Amerika. Das chinesische Volk kann erfüllt sein von Stolz und Dankbarkeit für seine politischen Führer. Und Kurt Müller macht Humor mit Musik und Bildern. Glückskeks, Sandro, Glückskeks. Ist der mit uns, Sandro? Glückskeks, Sandro, Glückskeks. Send me yeah, I love Besuchen Sie Kurt Müller, den Original-Internetstar. Ab jetzt im frei zugänglichen Internet. Anno 2070. Das ist jetzt mittlerweile schon der fünfte Teil der beliebten Wirtschaftssimulation Anno, die immer wieder bekloppte Zahlenkombinationen hat. Diesmal zeigt die Zahl 2000, dass das Ganze in der Zukunft spielt. Wie bei allen Anno-Spielen geht's darum, die Welt zu besiedeln, Handel zu treiben und die Bedürfnisse seiner Einwohner zu befriedigen. Aber Umweltschutz und Energieversorgung spielen nun auch eine sehr große Rolle. Es gibt drei Fraktionen, die man bei Anno 2070 spielen kann. Die Echos, die Ökos des Spiels sind. Die benutzen zur Energieerzeugung nur naturfreundliche Kraftwerke wie Windräder, die man komischerweise nicht direkt nebeneinander stellen darf, weil sie sich gegenseitig den Wind wegnehmen oder sowas, keine Ahnung. Außerdem essen die Echos kein Fleisch, außer Fisch. Das nennt man Pesketarier. Das sind keine echten Vegetarier. Sorry, Echos, ich kann euren Naturschutz nicht ernst nehmen, solange ihr Tiere ermordet. Dann gibt es noch die Tycoons. Die machen fette Kohlekraftwerke. Und die Tycoons essen am liebsten Fleisch. Seht nur, man kann die kleinen Schweinefarmen angucken. Und hier kommt schon die Maschine und drückt sie ins Gitter rein. Fleischvorkommen steigt. Und zu guter Letzt gibt es noch die Techs, deren Lebensinhalt daraus besteht, zu forschen und geile Technologien zu entwickeln. Und die essen am liebsten Algen. Hab ich doch richtig gehört? Algen? Die wachsen doch nur unter Wasser. Jaha! Jetzt gibt's nicht nur Inseln über Wasser zu besiedeln, sondern auch Areale unter Wasser. Da kann man dann Algen, Öl oder Korallen abbauen. Und man kann nicht nur mit normalen Schiffen Krieg führen, sondern auch mit U-Booten. In der Kampagne ist nämlich der böse Computer Father durch einen Virus beschädigt worden und führt Krieg gegen euch. Sie versuchen, mich zu deaktivieren. Aber ihr Vorhaben wird scheitern. Father erinnert mich ein bisschen an HAL 9000 aus Odyssee im Weltraum. Ich mochte HAL. Ich hätte Father geholfen, die Menschheit zu vernichten, aber Ziel der Kampagne ist es, ihn auszuschalten. Aber die Kampagne ist auch nicht das Herzstück von Anno, sondern das Endlosspiel. Und da sitzt man dann in einer Welt, tagelang, wochenlang, 10 Stunden am Tag, wo das Spiel selber schon sagt, sorry, du hast jetzt 5 Stunden am Stück gespielt, willst du nicht mal eine Pause machen oder so? Nein, nein, ich muss weiterspielen. Ich muss weiter Fleisch produzieren. Anno 2070 ist futuristisch, komplexer und auch ein bisschen komplizierter als die anderen Anno-Teile. Es gibt neue Aufgaben, neue Bedürfnisse und neue Naturprobleme. Und deshalb bekommt Anno 2070 von mir eine zu 100% ausgefahrene Radioantenne. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, ankündigen zu dürfen, dass Angela Merkel eine Rap-Musik für uns macht. Hallo. Verpiss dich. Oh. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Deutsche Kanzlerin back on the street. Back on the street. Back mit nem fetten Beat. Und es wurde echt langsam mal Zeit. Ich erober das Mic für Einigkeit und Recht und Freiheit. Obwohl ich Deutschland schule, wollen mich Hater dissen, ey. Geht mal zur Schule, erweitert euer Wissen. Ihr könnt euch verpissen. Ihr wisst ein Scheiß. Ich hab studiert, mach Politik for life. Opposition, suck my dick. Dick. Ich geb einen Fick auf eure Kritik. Ich bin ein East German Girl und ich mach, was ich will. Ich hab zwar keine Fans, aber Wähler zu zählen. Meine Mundwinkel gehen vielleicht nach unten.
Aber mein Fame geht nach oben. Deal with it. Hör zu, wie ich meine Lines spit. All meine Gegner, die labern nur Shit. Ich ball meine Fäuste und hau sie damit. Ich hab seit 8 Jahren denselben Haarschnitt. Das war total true. Mit die Fresse. Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu Kohltröschens Märchenstunde. Ich habe euch folgende Netmob-Herausforderung gestellt. Nehmt euch euer Lieblingsbuch, schlagt es auf Seite 15 auf und lest den ersten Satz von dieser Seite vor. Nur dank euren Videos ist folgendes tolle Märchen entstanden. Ich nenne es... Kelvin dreht durch. Es war einmal ein Prinz namens Kelvin. Er und seine Prinzessin waren sehr mächtig und sie lebten zusammen in einem großen Schloss. Kelvin war steinreich, aber... Er hatte einige Pickel am Kinn und riesige Füße. Ein dicker, glatzköpfiger Mann. Er trug einen weißen Leinenanzug. Seine Frau wünschte sich natürlich Kletterrosen, aber er wollte Äxte. Sie lehnte sich zu ihm herüber und schob die Hand in seinen Schritt. Er sog scharf die Luft ein, aber sie ließ die Hand dort liegen. Der Blick der Prinzessin glitt aus dem Fenster. Draußen vor dem Schloss sah sie, dass ein fetter Umzugswagen vor die Hexenhütte vor dem Schloss gefahren war. Eine Hexe und einige Psychologen stiegen aus der Kutsche. Ziehen da eigentlich mehrere ein? Fragte sie. Keine Ahnung, meinte er. Ich kenne sie ja nicht mehr. Ich weiß nur, wie sie aussieht. Ihr Zuhause war dort, wo die reichen Leute mit Sicherheit keinen Fuß hineinsetzten. In der Kanalisation. Außer ein paar staubigen Regalen, in denen leere Flaschen lagen, gab es hier unten nichts von Bedeutung. Wie jämmerlich. Bei diesen Worten und oftmals Antwort darauf ertönt ein plötzliches Wehklagen, ein schrecklicher, langgezogener Schrei voller Qual und Schmerz. Oh nein, die Hexe schrie um Hilfe. Prinz Kelvin und seine Prinzessin machten sich sofort auf zur Hexenhütte. Kelvin schob die Klinge in den Türspalt und zog sie nach unten. Die Psychologen verstummten, als wir das Zimmer betraten. Alles, was er gesehen hatte, waren 4 blonde, durchtrainierte junge Männer in Shorts mit nacktem Oberkörper gewesen. Im Fernsehen liefen die Simpsons. Jetzt können wir dir helfen, Oma, rief sie. Doch da erstarrte die Prinzessin. Die Oma war tot. Sie lag inmitten der Psychologen. Das war deine Mutter. Er kannte die Prinzessin. Sie und Prinz Kelvin schworen, Rache an den Psychologen zu nehmen. Mittlerweile war es gegen 12 Uhr mittags. Jetzt kommt nur noch das Gottesurteil. Dann können wir etwas essen gehen. Die Hinrichtung aller Personen nahm 2 Stunden und 7 Minuten in Anspruch. Der Prinz und die Prinzessin erschlugen die Psychologen. Einen nach dem anderen. Das war sehr anstrengend. Und irgendwie schmeckt einem alles viel besser, wenn man richtig Hunger hat. Leiche, ich habe eine tote Leiche gegessen. Es wäre töricht gewesen, jetzt die Selbstbeherrschung zu verlieren. Nein, sagte er. Ich will nach Hause. Er war wohl verrückt geworden. Und so gingen der Prinz und seine Prinzessin nach Hause und herrschten noch lange als Kannibalen über ein unglückliches Königreich. Ende. Gute Nacht, Kinder. Gibt es noch Fragen? Rohandra schreibt... Ich wollte fragen, wenn du ein neues Fresh-D-Album machst, könntest du da etwas Lustiges einbauen, Dach? Also das geht so, ich muss aufs Klo, ich gehe jetzt dahin. Kannst dir vielleicht da drinnen einbauen, XD? Nein, Dach.